Einbau von Klinkertreppen. Bevor Klinkerfliesen auf Außentreppen aus Beton verlegt werden, muss der Untergrund sorgfältig vorbereitet werden. Am besten ist es, wenn von dem Zeitpunkt der Betonarbeiten mindestens 28 Tage vergangen sind. Der Betongrund soll eben, sauber, tragfähig und trocken sein. Staub und Sand sind zu beseitigen. Absorptionsfähiger Grund soll grundiert werden, um die Saugfähigkeit auszugleichen und die Haftigkeit zu erhöhen. Geeignet ist dafür Grundierungs- und Tiefenpenetrationsmittel QuickMix UG. Nach ca. 2-3 Stunden kann mit der Ausführung einer wasserdichten Isolationsbeschichtung, sogenannter Unterfliesenisolierung, begonnen werden. Die Isolierung soll mit dem 2-Komponenten-Dichtmittel QuickMix FDS 2K ausgeführt werden. Nach sorgfältigem Vermischen beider Komponenten wird der Mörtel auf den Grund mit einer Metallkelle oder einem Dachdeckerbesen aufgetragen. Die Verdichtung soll auch an der Wand bis zur Höhe des verwendeten Sockels erfolgen. Die Kontaktstelle Wandgrund soll zusätzlich mit einem geeigneten Band abgedichtet werden. Eine solche Abdichtung schützt vor dem Wassereindringen unter die Klinkerverkleidung. Die Isolationsbeschichtung soll in 2 Schichten aufgelegt werden. Die erste Schicht wird mit einem Dachdeckerbesen aufgetragen, in dem der Mörtel sorgfältig in den Grund eingerieben wird. Der Gesamtverbrauch soll bei dem Abdichtungsmörtel ca. 4 kg pro Quadratmeter betragen. Dann wird die zweite Schicht aufgetragen. Man soll nicht vergessen, dass die zweite Schicht erst aufgetragen werden darf, wenn die erste Schicht vollständig ausgetrocknet ist. Eine richtig ausgeführte Isolationsschicht schützt den Betongrund vor der Einwirkung des weichen Regenwassers und somit vor dem Ausspülen von Calciumverbindungen aus dem Beton. Nach ca. 24 Stunden kann die Keramikverkleidung verlegt werden. Nach einer entsprechenden Vorbereitung der Oberfläche ist es ratsam, einen trockenen Probeeinbau vorzunehmen. Die Treppenfliesen sollen verteilt, gemessen und an die Treppe angepasst werden, wobei immer an Eckauftritten begonnen werden soll. In dieser Phase können etwaige Maßabweichungen mit Ausgleichmörtel ausgeglichen werden. Verkleidung auf waagerechten Flächen, die von Niederschlägen betroffen sind, sollen mit einer Neigung von mindestens 2% verlegt werden, um Wasserabfluss zu ermöglichen. Bei Verlegung von Klinkerfliesen sollen sie wechselweise aus mehreren Packungen ausgewählt werden. Eine Verteilung der Fliesen mit Berücksichtigung der Fugenbreite ermöglicht eine ideale Anpassung der Auftritte. Nach Bedarf können Klinkerteile entsprechend zugeschnitten werden.
Zum Verkleben von Klinkerfliesen auf Außentreppen empfehlen wir den Klebemörtel QuickMix FX 500 Klinker mit der Trustec-Technologie, die die Klinkerverkleidung vor Beschlag und Verfärbung schützt. Der Klebemörtel soll gemäß der Anweisung auf der Verpackung angerührt werden. Klinkerfliesen werden nach einer kombinierten Methode verklebt. Mit einer Zahnkelle wird der Klebemörtel auf den Grund sowie auf die Unterseite der Fliese aufgetragen. Klinkerfliesen sollen beim Verkleben sorgfältig angedrückt und dann leicht verschoben werden, um sie an den richtigen Platz zu bringen. Diese Arbeitsweise schließt die Möglichkeit aus, dass unter den Fliesen Hohlräume bleiben, was Witterungs- und mechanische Beständigkeit der Fliesen erhöht. Während der Arbeiten soll die Fliesenverlegung laufend auf Richtigkeit mit einer Wasserwaage überprüft werden. Bei Verlegung von Fliesen, die im Strangpressverfahren hergestellt wurden, muss eine einheitliche Rillenrichtung auf der Fliesenrückseite eingehalten werden. Es ist zu empfehlen, Fugen von 8 bis 14 mm breit zu gestalten. Um eine einheitliche Fugenbreite einzuhalten, können Fliesenkreuze verwendet werden. Beim Einbau von Klinkerauftritten soll nicht vergessen werden, dass die senkrechte Innenseite der Auftrittsnase an die Betonkonstruktion der Treppe nicht angeklebt werden darf. Deswegen wird an dieser Stelle kein Mörtel aufgetragen. Nichtbeachtung dieser Empfehlung ist der Hauptgrund von vielen Problemen. Circa 2 bis 3 Tage nach der Bindung und Austrocknen des Klebemörtels kann mit dem Fugenauffüllen begonnen werden. Fugen zwischen den Fliesen und Fliesenrändern sollen sorgfältig gereinigt werden mit Beseitigung von Kleberrissen. Wir empfehlen, die elastische Fugenmasse QuickMix FF 911 zu verwenden. Dieser Mörtel ist für Fugen bis 12 mm Breite geeignet. Die Fugenmasse soll gemäß Anweisungen auf der Verpackung zubereitet werden, bis die erforderliche Konsistenz erreicht wird. Dann wird sie sorgfältig in die Fugen zwischen den Fliesen eingeführt. An den Ecken sollen Fugen mit dauerhaft elastischen Materialien aufgefüllt werden, zum Beispiel mit Silikon oder Polyurethan. Circa 20 Minuten nach dem Abschluss des Fugenauffüllens wird die Fliesenoberfläche mit einem feuchten Schwamm gewaschen. Nach circa 24 Stunden kann die Treppe benutzt werden. Bei großen Flächen, zum Beispiel Terrassen, empfehlen wir, Dilatationsspalten alle 2 bis 5 Meter auszuführen. Die Breite einer Dilatationsspalte soll ca. 10 mm betragen. Die Spalten sind mit speziellen elastischen Kit auszufüllen. Klinker ist eines der besten Materialien für die Ausführung von Außentreppen, Terrassen und Balkons.
Für diese Zwecke sind am besten Klinkerfliesen und Auftritte geeignet, die im Strangpressverfahren hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch hohe Beständigkeit und Komfort im Gebrauch aus.